Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder in Bremen und bin jetzt gerade auf dem Weg zu irgendeinem Einkaufscenter. Ich habe mit einem Kumpel geschrieben, kurz gucken, dass keiner kommt. Ich habe mich mit einem Kumpel verabredet, weil Alpi erst ab 3:30 Zeit hat und der fährt auch eine Doppel-R. Allerdings wieder mit einer ultra geilen Anlage und ich muss die einfach hören, Mann. Ich bin, ohne Witz, ich bin so Quickshift Sound addicted, das glaubt ihr gar nicht, Mann. Ich liebe diesen scheiß Quickshift Sound. Und auf jeden Fall treffe ich mich jetzt mit dem und dann ein bisschen quatschen und später geht es dann zu Alpi. Am nächsten Tag, also heute ist Freitag, morgen ist Samstag. By the way, mein Geburtstag, lol. Geht's nach Hamburg und dort treffe ich mich mit dem lieben Lukas. Lukas Litt, kennt ihr safe. Wer ihn nicht kennt, nicht Ehrenmann. und dann werde ich einmal sein kleines Bike-Probe fahren. Ich schätze mal, er wird mit der Street Triple kommen und nicht mit der MT10 von seinem Vater. Warte mal, gehört die überhaupt seinem Vater? Doch. Ja, doch. Die MT10 war die vom Papa. Und da werde ich die mal Probe fahren. Ich bin richtig gespannt. Ich bin ja schon eine Daytona gefahren. Leider konnte ich da nichts aufnehmen, weil ich da noch kein Mikrofon hatte. Und auf dem Rückweg komme ich leider nicht mehr in Frankfurt-Mainz vorbei, um die Probe zu fahren. Aber es wird mit Sicherheit irgendwann eine Gelegenheit geben, wo ich das machen kann. Ja, und dann werde ich mal die Street Triple Probe fahren. Bin echt mal gespannt, ob die sich genauso in die Kurven schmeißen lässt wie die Daytona. Aber jetzt, no joke, ich bin die Daytona gefahren und ich dachte mir, alter Falter, ist das ein Kurvenbiest. Das ist nicht mehr normal. Die schmeißt sich so willig in die Kurven, da ist meine BMW ein scheiß Panzer dagegen, Mann. Genauso wie die R1 RN22 und ohne Witz, die sieht verdammt bullig aus. Und wird auch immer irgendwie gehatet, dass sie so schwer und so schwergängig ist. Aber Leute, jetzt mal no joke, dieses Ding fällt tausendmal leichter in die Kurven als meine scheiß BMW. Gegen die ganzen anderen Supersportler ist meine BMW einfach so ein Panzer. Es ist einfach so. Ihr könnt ja mal beim lieben Spenny vorbeischauen oder Spenny, ich weiß jetzt nicht, wie er sich schimpft. Der hat mich das Bike Probe fahren lassen. Genauso könnt ihr beim lieben Aside vorbeigucken, dessen Daytona durfte ich fahren. Und ihr könnt mal, ganz wichtig, beim lieben Temp vorbeischauen auf Instagram. Der hat auch eine BMW mit einer Acra-Komplettanlage und fickt die Wand an. Du sitzt auf diesem Ding, ziehst den Schalthebel hoch und denkst einfach, dein Bike explodiert, weil dieser Knall so laut ist. Das ist so geil, ohne Witz. Letztes Jahr bin ich immer über diese Brücke da hinten gefahren. Ich war ja letztes Jahr zweimal in Bremen. Einmal hier jetzt im Mai, also quasi heute vor einem Jahr. Okay, an der Gabelung links halten. Okay, diese Kreuzung kommt mir bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Safe. Und ich war ja zweimal in Bremen. Einmal im Mai, also heute vor genau einem Jahr. Nicht heute, aber diesen Monat vor genau einem Jahr. Und im Oktober. Ich muss sagen, Bremen ist wirklich an sich eine schöne Stadt. Vor allem, wenn man jetzt... Ach, Navi, halt die Fresse, Mann! Wo war ich jetzt? Ist wirklich eine geile... ich wollte gerade sagen, ist wirklich eine geile Strecke. Yo, ist eine geile Stadt. Vor allem, wenn man hier nicht so oft ist und einfach mal Leute wieder sieht, die man lange nicht mehr gesehen hat, dann bockt das schon richtig. Mopedfahrer! Was fährt denn er für ein Ding, Alter? Ja, eben mega hässlich. Also nicht eher da vorne, das Ding ist geil. Ja, Mann, die hat einen Sound, Alter. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich verliere immer so schnell den Faden, Mann, das ist richtig zum Kotzen. Wenn ich mich nicht irre, dann ist sogar das hier oder irgendwo hier diese Kreuzung, wo Alpi damals seinen Unfall hatte. Ich kenne die ganz, ganz grob. Vom Aussehen her. Mal gucken, vielleicht erkenne ich sie. Ich
Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nur... Aber wir fahren mal hier rüber. Oh nein, ich habe gerade mein Intro-Lied im Ohr. Ah! Ich glaube nicht, dass es das hier war, oder? Doch, doch, doch. Das war's, glaube ich, oder? Nein. Nein, die war's nicht. Die hatte mehr Spuren, die war fünfspurig am Ende. Man konnte nämlich da irgendwohin abbiegen. Ja, es waren zwei Spuren. Wenn nicht sogar drei Spuren, was er mal gesagt hat. Ich glaube, die da vorne ist es, also die nächste. Ich bin zwar jetzt nur durch Zufall hier, aber wenn ich gerade schon mal hier bin, dann möchte ich mir auch mal ein Bild von dieser Unfallstelle machen. Dieses auch nicht? Ja, welche Kreuzung war das denn nochmal? Also die hier war es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin auf einer ganz falschen Straße, aber die Straße kam mir einfach so bekannt vor. Ich habe mir die Unfallkreuzung ja auf Google Maps damals ein bisschen angeguckt und ja. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, das Thema ist jetzt eigentlich auch gegessen, also. Wie dem auch sei. Schwamm drüber. Ich kann mal gucken, ob ich hier noch aufnehme. Okay, sie filmt noch gut. Also Leute, ich hau jetzt hier mal einen Cut rein. Ich muss ein bisschen Speicherplatz sparen. Wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn ich am Einkaufszentrum bin. Oder was das auch immer ist, ich habe keine Ahnung. Und ja, bis dahin. Peace! Ich kann ihn nicht finden. Ich stelle mich, glaube ich, jetzt einfach mal hier mitten drauf. Scheiß drauf, Alter. Ich habe ein Motorrad, ihr Pisser. Ich stelle mich jetzt einfach hin. So, ich bleib jetzt einfach hier stehen. Scheiß mal drauf. Wir können ja erstmal ein freshes Foto machen. So ein Bike, aber so eine Handschuhe, Alter. Nein. Ah. So, wir haben uns jetzt getroffen und wurden dezent des Parkplatzes verwiesen. Oh, die knallt geil, Alter. Leck mich am Arsch. Ist geil, Alter. So, die anderen fahren jetzt weg. Und ich fahre jetzt zu Alpi. Also, falls wir uns nicht mehr sehen, ne? Naja, meine Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, auch ein Abo. Genau, so wie er gerade. Lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Peace out.